Höfelmann eröffnet Leseaktion. Am Montag besuchte der SPD-Landtagsabgeordnete Holger Höfelmann die Grundschule Mainsdorf im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags. Für die Kinder hatte er das Buch Die Geschichte von Traudig und Kawuptig von Petra Ade und Rainer Wallbehrer dabei. Durch das Buch sollen sie dazu bewegt werden, in ihrer Freizeit öfter einmal ausgiebig zu schmökern. Den Grundschülern werden durch Traudig und Kawuptig Werte wie Mut und Freundschaft vermittelt.